So, hallo und herzlich willkommen. Okay, ich bin da. Zu Infamous Second Son. Suchen? Alles. Ach, das ist hier. Was über den Scharfschützen verrät. Also, eins verrät mir dieser Ort schon mal. Nämlich, dass unser Scharfschütze eine Scharfschützin ist. Was? Das müsstest du echt sehen, Reg. Das ist das mädchenhafteste Scharfschützenversteck aller Zeiten. Was soll das heißen? Keine Ahnung, es wirkt einfach alles mädchenhaft. Mädchenkram, der Name Brand in Mädchenschrift in die Wand gebrannt. Und hier riecht es besser als in jedem Attentäterversteck, das du dir vorstellen kannst. Okay, pass auf, schick mir einfach Fotos von allem, was nützlich sein könnte. Ich weiß genau, was er jetzt fotografieren will. Okay, die gehören definitiv höchstwahrscheinlich einer Frau. Experte, hä? Okay, sieht mir tatsächlich nach Damenschuhen aus. Ja, die sind kleiner als Kinderschuhe. Ich frage mich, wer Brand ist. Da bin ich überfragt. Serienmörder, der Jane Eyre liest? Na klar, Jane Eyre ist wie der Fänger im Roggen für Frauen. Und sonst noch was Interessantes? Nur die Ruhe, ich suche ja. Ich würde sagen, das ist interessant. Wie geil. Interessant, hast recht. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Namen Brand irgendwelche Querverweise aus. Geil gemacht. Weißt du, wenn ich Rauch und Laser hätte, könnte ich bei uns im Wohnzimmer tolle Lichtshows veranstalten. Oh, Superkräfte mal sinnvoll genutzt. Hier waren wir doch vor ein paar Folgen erst. Ich hab gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft, lass es. Okay, pass auf. Wenn ich Augustin erwische, kommt erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den Seilen hängt, Bang, Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Und jetzt? Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brent Walker. Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt kommt's. 2 Monate später tot in einer Gasse gefunden. Todesursache, einzelne Stichwunde, unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht so aus. Trotzdem nee. Seltsam, Mann. Wenn sie einfach nur Drogendealer umbringt, warum klingt es in den Nachrichten so, als würde sie wahllos Leute umbringen? Als könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? Na, man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Dass niemand in Gefahr ist, außer Drogendealern. Dann gäbe es auch weniger Panik. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst machen will? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. Naja, so wie die ganzen Conduits und uns auch uns behandeln, glaube ich kaum, dass die Panik verhindern wollen. Ah, jetzt gehen wir in den Pub hier. Blub. Okay, bin in der Gasse, aber hier sind schwer bewaffnete Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Misch sie nur auf der Zünd. Das waren Schüsse. Hast du sie umgebracht? Hey, ich wollte nur meine Bürgerpflicht tun, Mann. Aber die wollten ihre Verbrecherpflicht tun. Ah. Wow. What the... Alter. Das müsstest du sehen, Mann. Unsere kleine Rennmaus ist ein Tagger. Und zwar ein verdammt guter. Toll, aber vergiss nicht, sie ist doch eine Mörderin. Du musst okay? zugeben, ihr Wirbel ist genial. Gute. Sie kann toll Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja, das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour.
Okay, das ist komplett irre. Okay, die Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Olaf hat übrigens einen Laden auf dem Alaskan Way. Angeblich mit einem der größten Neon-Schilder der Stadt. Wenn ich Neon-Kräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich darum hängen. Bin unterwegs. Wie geil das aussieht. Jawohl. So, dann geht's wohl da lang. Ich würde noch gerne einmal den Orbitalflug einsetzen. Aber es ist jetzt recht DOP-los hier. Der Affe aus, ja auch geil. Schön. So, da war die Space Needle. Die ist wieder befreit. Na. Fetch? Unterschreiben Sie unsere Petition gegen Drogen? Wenn wir dieses Gift nicht verbannen, enden unsere Kinder alle wie Fetch Walker. Fetch Walker? Ihr Körper war von Drogen zerfressen. Wow, beeindruckende Selbstbeherrschung. Aber vielleicht wartest du lieber am Neon-Schild, ja? Das wäre etwas unauffälliger. Außerdem kommt sie bestimmt zum Nachladen dahin. Ja, und da oben sind wahrscheinlich weniger Leute, die ich gern vermöbeln würde. Das auch. So, haben wir den auch noch eingesetzt. Hey Dalton, Neon-Schild, hä? Großes, helles Ding. Ich wollte mich nur umsehen. Moment. Ich musste erstmal hochkommen. Okay, ich brauche ein Versteck. Okay, das ist gut. Überwachung auf Pennerart. Was? Oh Mann, riecht das gut. Ach, warum habe ich denn Dylan keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Nein! Bist du nicht? Wow. Ah, nicht schon wieder. Genau wie letztes Mal, Dalton. Konzentrier dich. Oh, nein, 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 nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Lass mich einfach in Ruhe. Komm doch her. Wow. Alter, aber wie geil! Kannst du Wände hochlaufen? Wie abgefahren ist das denn? Hua! Vorsicht! Verdammt, ist die schnell! Warum kann die so... Ah! Kann immer nur eine benutzen? Das ist doch unfair!
Wo ist sie denn? Ich brauche nur noch ein paar Tage! Für was? Das wäre. Sie ist zu schnell. Spider-Man. Alter. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Das ist der Papp hier. Nein, nein! Mann. Ey, Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst mich nicht zurückbringen! Gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Die schlechte Nachricht, ich bin da. Tja, hör auf, mich umbringen zu wollen. Dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. Ich gehe nicht wieder zurück. Wohin denn? Ah. Alter. Gottes Willen, ey. Psychodame. Ah! Sehr gut. Hör doch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustin. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Roboter? Gott, was eine Drama-Queen. Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften, sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. So, und den noch. Doch. Lass mich einfach in Ruhe. Nein. Kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Wo zur Hölle steckst du? Ach, da ist sie. Alter, die ist so schnell.
ist sie denn? Die rennt doch da irgendwo rum. Komm schon, Bitch. Ah, da ist sie ja. Süße Stimme hat sie aber. Wow. Hä, wieso bin ich jetzt gestorben? Ich weiß, dass ihr da seid. Überrascht. Oh, das mache ich jetzt öfter. Kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Wo zur Hölle steckst du? Nein! Schlau, die Kleine. Ich höre dich atmen. Ich gehe nicht wieder zurück. Doch. Lass mich einfach in Ruhe. Komm schon. Aufhören! Hä, erst ist sie hier, dann ist sie wieder dort. Das ist aber echt so ein krasser Kontrast. Vorsichtig. Gleich haben wir's. Aufhören! Nein. Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde, und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weiter. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Es waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und... Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen... Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Oh Gott, Brent. Ich
Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder, niemand sonst. Gertsen, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut, komm schon, steh auf! Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachsen, sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Kacke, ich hasse das. Entweder wir verleiten sie, machen sie einen gewissenlosen Killer aus ihr, lassen sie sich auf die Anti-Conduit-Aktivisten los. Oder bringen sie ihr Selbstbeherrschung bei, indem sie mit ihr zusammenarbeiten und Seattles illegalen Drogendeal zerschlagen. Ja, natürlich, wir wollen ja ein Held werden, daher wohl. Ich weiß es nicht. Sie hat ihren Bruder umgebracht. Ich überlege nochmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Infamous Second Son.